finde es auch immer ein erstaunlicher Grundlach, wie Sie zum Beispiel die weißen von den schwarzen Tasten unterscheiden können. Na gut, also zunächst mal sind die natürlich farblich kodiert. Ja. Und dann sind ja manche schwarz und manche weiß. Okay. Und es ist natürlich viel Arbeit, aber der Anfang ist ganz einfach. Meine Lehrerin hat damals gesagt, pass auf, mein Junge, wir machen das ganz einfach. Wir nehmen einfach einen Ball, den legst du jetzt mal so ganz spielerisch hier hin, auf die Tasten drauf. Und dann kannst du damit ein bisschen rumfahren. Und da haben wir schon die schönste Musik.